Also ich habe es von der anderen Seite versucht, aber der Abschnitt ist tatsächlich so gut wie unpassierbar. Und wer denkt, das wäre ein Geheimtipp? Nope, markierter Gehweg. Ist das wieder Trelo d'Oli oder sieht das nicht nach der Trasse von einem Weg aus? Zugegeben, das ist jetzt nicht mehr wirklich als Weg in Betrieb. Gehen wir ein, zwei wieder auf den normalen Weg zurück, damit wir auch mal ein paar Kilometer schaffen, ne? Jetzt dachte ich, ich bieg da ab und der hier wäre unberührt. Stimmt aber nicht ganz. Warum ist die Spur aber neben dem Weg? Deshalb. Dann gehen wir auf den Weg. Der sich natürlich prompt hier verliert. Aber da hinten ist wieder Trassierung. Dann gehen wir dahin. Immer auf den Wegen bleiben. Viel weiter hat es uns allerdings noch nicht gebracht. Ja, müssen wir wieder improvisieren. Wa? Da hinten ist wieder eine Lichtung. Stefan, genau hingucken. Hier ist doch der Weg wieder. Abzweig verpasst. Das, was ich als Lichtung ansah, ist... Tada! Ja, ich laufe in die falsche Richtung. Die Aussicht ist da. Seltsam. Nominal müsste das hier eine Sackgasse sein, aber hier sind Hufspuren. Ich laufe mal bis da vorne, um zu gucken, in welche Richtung. Hier ist nämlich die falsche Richtung. Ich wollte in die andere Richtung weiterlaufen. Das ist ja das Waldstück, wo Google Maps immer noch hier diagonal den Weg einzeichnet, den es schon länger nicht mehr gibt. Und dann geht das hier anscheinend als Schneise jetzt hier quer durch und dann da unten sieht man ihn schon auf den Weg. Auf dem Weg wäre die Schneise ausgekommen. Da ist ja unser nicht mehr existente wo gehen wir auf? Da gehen wir weiter. Da gehen wir weiter. Welchen nehmen wir denn jetzt? Kann natürlich sein, dass ich mich getäuscht habe und das hier nur. Da sind sie weitergefahren, dass das hier nur Holzernte war. Ah ja, jetzt ist es zu erkennen, hier ist der Weg wieder. Hier geht er weiter. Teilweise etwas schwer zu folgen, aber da ist jetzt wirklich eindeutig wieder die Richtung zu erkennen. Was haben wir hier? Pingen? Da war Wasser drin gestanden letzte Zeit. Ich bin aber nur hier reingeraten, weil mich der Grasweg auf die Straße, Asphaltstraße geführt hätte. Sonst hätte ich gar nicht gewusst, dass hier ein altes Bergbaugebiet ist. Eingestürzte Pingen hier. Wow, der ganze Hügel hier. Ja, wenn man mal vom Weg abkommt, entdeckt man was Neues. Da hinten können wir die Straße ausmachen. Oh. Da haben wir die Pingeln, da haben wir die Straße und wir haben wieder einen Weg. Dann gehen wir hier jetzt runter auf den breiten Wanderweg unten. Ja, ganz so einfach ist es nicht. Da haben wir auch den Backenweg, ne? Was haben wir hier? Das hinter mir ist ein Hochsitz. Vermute ich mal, dass ich hier auf den Weg komme. Es wird besser. Jetzt nicht zu sehr diesen schönen Wegabschnitt genießen. Ah, da sind wir wieder auf dem Weg, aber ich habe hier was entdeckt. Betonklumpen im Wald. Das kann ja nur ein alter Bunker sein. Den kann ich auch noch nicht.
Ei. Hat es anscheinend vor relativ kurzer Zeit umgehauen. Doch, das ist der markierte Wanderweg. Der sieht nur ein bisschen wild aus wegen der zwischenzeitlichen Forstarbeit. Das sieht nach einer Umgehung aus. Aber wir wollen ja mal gucken, ob man da wirklich nicht durchkommt. Oder ist nicht doch eine Möglichkeit? Ja, doch. Haben sich auch andere nicht ins Boxhorn jagen lassen. Alles halb so wild. Ach, Scheiße, Asphaltstraße. Ach. Ja. Dann war das doch keine Umgehung, sondern schon ständig ein Parallelpfad. Ach, wir haben Glück. Wir brauchen nicht auf den Asphalt. Wir können hier wieder abbiegen. Wird langsam etwas schwerer, der Trassierung zu folgen oder die Trassierung zu sehen. Hier ist der Beweis, ich bin auf einem markierten Weg. Da scheint es weiter zu gehen. Da kann ich nur hoffen, dass irgendwo unterhalb am Hang da ist markierter Weg. Kann sich keiner beschweren. Ich würde hier illegal durch den Wald wandern. Ja, normal würde ich ja jetzt den Weg, aber da ist eindeutig eine Spur über die Wiese. Irgendeiner geht hier offenbar regelmäßig. Da wollen wir mal gucken, wo der Pfad auskommt. Wussten die, dass ich komme und haben mir jetzt hier ein Ei ins Nest gelegt? Oder geht die Spur da? Aber ich glaube, hier ist das Gras ein bisschen kürzer. Ja, hier ist es wieder. Da ist schon klar, dass da über die Wiese gegangen wird. Wow. Da ist zwar auch eine schöne Trassierung, aber hier ist Sackgasse. Das erklärt den Pfad über die Wiese. Die Wiese, über die wir gegangen sind. Und sind wir auf der anderen Seite vom Tal. Das sieht doch wie ein Weg aus, oder? Warum verliert sich das hier? Ich glaube, die Originaltrassierung ist die hier, ne? Aber die Leute gehen anstatt dessen eher am Zaun entlang. Moment mal. Doch eine Spur. Irgendeiner geht doch hier lang. Oder wie? Ja, was war das denn? Da geht's rauf. Schwer zu erkennen, aber hier geht's rauf.
Ich fürchte, da ist nur der Jäger gelegentlich mal unterwegs. Dann gehen wir jetzt da auf den Weg. Wow! Warte mal hier! Das sind wohl nur die Bewohner von den Höhlenchen hier. Oh, jetzt stehe ich mitten im Nest hier, wa? Aber selbst da ist Plastik. Merkwürdig flach. Ist das ein Weg? Ja, es ist ein Weg. Mal gucken, wo der auskommt. Ja, parallel zu dem Weg da unten haben wir hier noch einen alten Weg entdeckt. Ja, ist das jetzt ein Pinguin oder ein Stolleneingang? Aber was noch viel interessanter ist als die Bergbaugeschichte, ist, wie kommt das denn hier hin? Nee, sackgassiert noch nicht, da geht's weiter. Aber viel weiter als hier ist der Jäger wohl noch nicht gekommen. Da verliert sich der Weg jetzt doch ein kleines bisschen. Aber da ist noch. Doch. Da ist er noch. Kaum spreche ich es aus, hätte ich schon der Lüge bezichtigt. Aber da ist der Weg. Wir müssen nur einen Weg da durchfinden. Oder drumherum. Hindernisse kann man ja auch umgehen. Aber hier, der Weg geht weiter. Wunderbar. Ich bin mal gespannt, wo der rauskommt. Eine Abholzung und am Sturmschaden. Gehen wir oben rum. Entweder ist da unser Weg verborgen oder der ist da irgendwo abgebogen, denn von der anderen Seite kommen noch zwei Wege hier rüber. Jetzt kann man es sehen. Da geht's rauf. Aber dem Müll nach geht's trotzdem auch hier weiter. Ja, diese Sorte von Müll habt ihr vielleicht auch am Geräusch schon gehört. Hinten auf dem Modellflugplatz wird gerade mit Modellflugzeugen geflogen. Hier ist irgendwo mal eins abgestürzt, würde ich sagen. Ja, liefern wir das mal am Flugplatz ab, wa? Oh, da sind noch mehr Trümmerteile. Ha, Herr Filvo entdeckt ein Flugzeugwrack im Wald. Aber noch mehr. Sieht nicht so danach aus. Liste, haben wir wieder einen Weg. Also rüber zum Flugplatz. Deswegen. Pfützen waren ausgebessert, es lag reichlich Müll da und jetzt soll das eine Sackgasse sein? Und ich bin offenbar nicht der Erste, der hier aufs Feld rausgeht. Wer sich über den Pfad wundert, hier ist noch der alte Steg. Aber da gehen wir schon lange ohne rüber. Ich
erinnere mich, da war ein Schild, keine Wendemöglichkeit. Ha, dann... Ja, wenn wir nicht wenden können, dann müssen wir irgendwie weiter, ne? Und gucken, dass wir anderswo wieder rauskommen. Ah, da drüben, da ist wieder ein Weg. Das hier sieht mir auch verdächtig nach einer Spur aus. Dann kommen wir ja wieder raus. Da unten links in den Wald, der kurze Pfad auf dem Weg und da steht noch Müllabladen verboten. Und was habe ich gefunden? Ein ganzer Sack voller Plastik. Das war drin. Das ist erste Tour vom Waldrand. Und das ist die Tour mitten im Wald, wo außer mir und dem Wild normalerweise keiner vorbeikommt. Na komm, genießen wir nochmal den Ausblick hier, solange das da noch nicht hochgeschossen ist. Dann nix wie hin. Lang ist's her, da war das hier dunkler Wald. Okay, hier geht der Weg hier auf dem Knipp runter, aber Karten zeigen ja immer noch hier den Trampelpfad. Haben die jetzt hier den Einstich gemacht und wir sind wieder gefahren. Den hatte ich schon eine ganze Weile nicht mehr gelaufen, geschweige denn gesehen. Aber ich glaube, der ist wieder befahren worden. Doch nicht verschwunden, doch kein Geheimtipp. Er ist wieder da. Hier kommt auch noch was quer rüber. Vielleicht kleine Abschnitt von da. Jawohl, hier unten, oben der Einstieg, der war lange Zeit verschwunden, spätestens seit die Hütte da neu gemacht hatten, dass da planiert war, aber hier, ja, da ist er wieder. Den haben die Mountainbiker anscheinend entdeckt. Also, kein Geheimtipp, sondern ganz normal. Dann ist das da hinten auch von den Mountainbikern eine Variante gewesen. Warum lassen die jetzt... Warum bleiben die denn nicht original? Ich bleib original. Na, dann habe ich ihn doch wieder für mich alleine hier unten. Na, wenigstens können die Kartografen dann sagen, sie haben recht. Hier ist er, der Weg. Ja, da kommen die Mountainbiker wieder zurück. Und wie wir sehen, gibt es hier sogar noch einen zweiten Weg. Wir bleiben hier im Hohlweg. Ja, die fahren hier im Zickzack kreuz und quer drüber, anstatt einfach der Trasse zu folgen. Ja, okay, hier mit dem Fahrrad, das wäre auch ein... Ah, da unten ist ja schon wieder der Weg. Jetzt bin ich stur, jetzt bleibe ich mal bis unten original. Kommt man da durch? Lalalala, mal die Füße eben. Wo ist der Einstieg? Ja, der ist ein bisschen schwer zu sehen. Aber jetzt wissen wir wieder Bescheid. In die Richtung wollte ich eigentlich nicht. Folgen wir der Spur noch ein Stück. Hier ist auch ein Weg.
schön. Ist doch besser als der breite Weg unten.